Es könnte alles so schön sein. Es gibt nämlich eine total simple und schlüssige Erklärung für die dunkle Materie. Demnach existiert die dunkle Materie als solche gar nicht und gibt uns damit auch nicht mehr das Rätsel auf, aus was sie besteht, sondern sie besteht aus etwas, was wir bereits gut kennen, nämlich schwarze Löcher. Allerdings gibt es jetzt eine neue Studie, die dieser Hypothese einen Strich durch die Rechnung macht. Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich Science-Videos. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Es wäre so schön simpel. Was wäre, wenn das ganze Universum voller schwarzer Löcher wäre, viel mehr, als wir zurzeit vermuten? Was wäre, wenn der Hauptbestandteil des Weltalls schwarze Löcher wären? Dann könnten sie ja die dunkle Materie sein. Warum? Ganz einfach. Die dunkle Materie ist ja mit ihrer Gravitation dafür verantwortlich, dass sich Galaxien anders verhalten, als sie würden, wenn sie nur aus Materie bestehen würden. Die Sternensysteme am äußeren Rand bewegen sich viel schneller als erwartet, als wenn nur die sichtbare Materie vorhanden wäre. Aber genau dieses Verhalten müsste nicht die dunkle Materie, sondern könnten schwarze Löcher genauso verursachen. Sie kennen wir schon und wir wissen sehr genau, was sie verursachen, und nämlich genau das. Und wenn man sich auf Wikipedia den ersten Satz zur Beschreibung der dunklen Materie ansieht, dann ist das eine absolute Erleuchtung. Dunkle Materie ist eine postulierte Form von Materie, die nicht direkt sichtbar ist, aber über die Gravitation wechselwirkt. Und auf was trifft genau diese Beschreibung zu? Exakt auf schwarze Löcher. Das würde auch erklären, warum die seltsamen Teilchen der dunklen Materie nie gefunden wurden. Alexander Kaschlinski vom Goddard Space Flight Center der NASA hat eine Studie dazu veröffentlicht. Seine These: In den ersten Sekunden unseres Universums haben sich als erstes die schwarzen Löcher, sogenannte primordiale schwarze Löcher, gebildet. Sie bilden die dunkle Materie und haben überhaupt dafür gesorgt, dass die Materie, die nicht in sie gestürzt ist, Sterne, Systeme und Galaxien bilden konnte. Sie waren nämlich eigentlich zu heiß dafür. Die schwarzen Löcher haben sie durch ihre Gravitation erst so komprimiert, dass sie Gestirne bilden konnten. Zitat: Diese Studie macht sich zum Anliegen, verschiedene Ideen und Beobachtungen zusammenzubringen und zu untersuchen, wie gut sie zusammenpassen, und sie passen überraschend gut. Das sagt Kaschlinski. Zitat: Wenn das alles korrekt ist, dann sind alle Galaxien, eingeschlossen unsere eigenen, in eine gewaltige Sphäre von schwarzen Löchern eingebettet, von denen jedes rund 30 Mal massereicher ist als die Sonne. Die größten schwarzen Löcher und die, die durch das Verschmelzen von schwarzen Löchern entstanden sind, haben dann Materie um sich gesammelt und so die Galaxien gebildet. Und die ersten Gravitationswellen schienen auch in diese Richtung zu deuten. So große schwarze Löcher galten bis dato als extrem unwahrscheinlich. Wenn es also solche schwarzen Löcher gäbe, könnten sie die dunkle Materie erklären. Und damit wäre das seltsame Verhalten der Galaxien erklärt. Man bräuchte keine neuen Elementarteilchen, keine neuen oder modifizierten Gesetze der Gravitation. Alles wäre prima, wenn es da nicht eine neue Studie gäbe. Und die haut jetzt alles auseinander. Miguel Zumalacarigi und Uro Seljak, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von der University of California in Berkeley, haben nämlich auf eine etwas ungewöhnliche Methode nach schwarzen Löchern gesucht. Sie haben sich 1300 Supernovae des Typs 1a vorgenommen. Sie entstehen durch die gleichen astrophysikalischen Effekte und haben deshalb immer die gleiche Helligkeit. Würde jetzt ein schwarzes Loch vorbeiziehen, würde es eine Gravitationslinse bilden und das Leuchten würde heller. Aber Pustekuchen, in keinem Fall konnten sie das feststellen. Wenn die dunkle Materie aber aus schwarzen Löchern bestehen würde, müsste das in dem einen oder anderen Fall passieren. Nur wenn es zu wenige schwarze Löcher gibt und wenn sie damit auch nicht die dunkle Materie erklären, dann würde man das Phänomen nicht feststellen. Sie sagen, schwarze Löcher könnten das Phänomen der dunklen Materie so maximal nur zu 40% erklären. Tja, wow, schade. Oder auch nicht? Vielleicht ist diese Spur ja gar nicht so falsch. Vielleicht sind es ja verschiedene Phänomene, die zum Effekt einer vermeintlichen dunklen Materie führen. Wir können gespannt sein, was da noch so alles herauskommen wird. Wenn ihr als erstes Neues zur dunklen Materie und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der... Genau, Glocke vergessen. Und hier geht's weiter, also darunter, dafür auch draufklicken, dunkle Materie gefunden. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.